gesagt. Ich habe gesagt, wir sollen hier gehen und ich möchte schon erklären, im Iran, Sudan, Afghanistan oder sogenannte islamische Länder, Islamisten oder politische Islam und islamische Regierungen haben auch Tausende und Millionen Menschen umgebracht. Und wir sind geflüchtet von diesen Islamisten aus dem Iran natürlich. Wir sind gekommen und wir möchten schon erstens verurteilen am schärfsten diese Brutalität, Menschenrechtsverletzung, Frauenrechtsverletzung im Iran und anderen Ländern. Wir sind heute hier, weil schon seit 10 Tagen Millionen Menschen sind auf die Straße gegen das islamische Regime und haben schon Aufruf gegeben, nieder mit der islamischen Regierung oder nieder mit Diktatoren in Iran oder auf anderen Ländern. Ich möchte hier erklären, wir Menschen im Iran oder sogenannte andere Länder, wir sind überhaupt auch nicht antisemitisch oder gegen Juden. Das ist auch sehr wichtig, weil letzte Zeit in Berlin waren sehr viele Demonstrationen von Hezbollah, Hamas-Anhängern und auch Al-Quds-Tag, islamische Regime hat auch sehr viel organisiert, diese Demonstrationen. Und per se politischer Islam ist gegen Juden. Und Aufruf, Israel muss vernichtet werden und alles haben wir auch gehört. Wir sind heute hier, wir sind solidarisch mit Menschen in Israel oder anderen Ländern. Wir sind nicht gegen Menschen mit anderen, also Religion, Angehörigkeit und das ist auch sehr wichtig. Wir verurteilen am schärfsten Hitler und Nazis und auch wir verurteilen Islamisten und politische Islam und islamische Faschismus. Was wir heute möchten erklären noch einmal, das ist so, dass die deutsche Regierung mit islamischem Regime im Iran bis jetzt sehr viel Kontakt gehabt hat und sehr gut zusammengearbeitet hat. Wir möchten, dass die deutsche Regierung ein bisschen andere Politik anfängt. Also nämlich, dass die Menschen sind gegen islamische Regime. Wir möchten gar keine Islamisten in Macht im Iran oder andere Länder. Und die deutsche Regierung sollte die Stimme von Millionen Menschen hören. Derzeit gibt es auch diese Bewegung gegen Shahrudi. Shahrudi ist in einem Krankenhaus in Hannover und sehr viele Menschen haben Anklage erhoben. Sehr viele Betroffene. Heute haben wir auch eine Pressekonferenz gehabt in Berlin. Und zum Beispiel die Mutter von Rehane Jabari oder der Bruder von Ehsan Fatahian und mehrere betroffene Menschen waren dort. Und wir haben schon dort erzählt, wie das islamische Regime im Iran oder auch wie Islamisten in anderen Ländern gegen Frauenrechte sind und wie Scharia-Law also brutal ist. Das heißt, am Endeffekt, wir möchten zuerst, dass die deutsche Regierung oder die deutsche Justiz uns hilft gegen Shahrudi in Deutschland, hoffentlich irgendein Gericht organisiert wird und dann, dass wir Möglichkeit haben, dort unsere Probleme vorstellen und unsere Anklage gegenüber Medien zum Beispiel erklären. Das ist sehr wichtig. Auf anderer Seite, wir möchten, dass die deutsche Regierung politische Zusammenarbeit mit islamischem Regime irgendwie ein Ende setzt, weil islamische Regime jetzt besonders zum Beispiel 3000 Menschen haben festgenommen und bis jetzt 5 Menschen ermordet, schon seit 2-3 Tagen im Gefängnis. Das ist brutal, unmenschlich, barbarisch und die deutsche Regierung sollte schon etwas machen gegen diese Brutalität von islamischem Regime. Leider haben wir gehört, Herr Gabriel hat Zarif eingeladen, also Außenminister von islamischer Regierung. Wir verurteilen auch diese Einladung und wir möchten, dass die deutsche Regierung aufhört, diese Zusammenarbeit mit islamischem Regime im Iran. Also am Ende möchte ich noch einmal erzählen, wir sind heute hier. Wir sind mit Menschen im Iran auf eine Richtung islamischen Regime muss weg. Nieder mit der islamischen Regierung. Nieder mit der islamischen Regierung.